Okay, 47. Zuerst möchte ich Ihnen im Namen der Agentur danken, dass Sie weiterhin für uns arbeiten. Sie müssen zurück nach St. Petersburg. Offenbar hat Ihr Anschlag die übrigen Generäle ziemlich verunsichert. Sie haben schon Untersuchungen eingeleitet. Unser Klient ist davon nicht gerade begeistert. Wir müssen die Generäle aufhalten. Schnell! Uns liegen Informationen vor, dass einer von ihnen, ein gewisser General Makarov, bei einem örtlichen Mafiaboss Informationen über den möglichen Attentäter kaufen möchte. Die beiden treffen sich meistens im Kirov Park. Dort sind sie ungestört. Glauben Sie. Wir haben Satellitenbilder ihres letzten Treffens für Sie. Laut Geheimdienst findet das nächste Meeting heute um 14 Uhr Ortszeit statt. Sie finden den Park auf Ihrer Karte. Beide kommen mit gepanzerten Limousinen, allerdings in getrennten Kolonnen. Achten Sie auf Straßensperren und Patrouillen. Wir haben Ihre Ausrüstung unten am Pier hinter dem Lagerhaus Nummer 19 deponiert. Noch einmal 47. Eliminieren Sie beide Zielpersonen. Das war's? Ich glaube schon. Und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge von Let's Play Hitman Silent Assassin, dem zweiten Teil wie immer. So, schauen wir uns mal ganz kurz die Bilder an. Die zusätzlichen Dokumente sind natürlich sehr wichtig. Oh ja, der Schweinepriester, der war das, glaube ich, ne? Dieser Arsch, den wir in der letzten Episode gesehen haben. Und da ist sein Zwillingsbruder, glaube ich, der auch immer eine Magen-Darm-Grippe bekommt, wie gerade er. Und deshalb kein Klo gefunden haben und da jetzt so sitzen. Ja, das sieht doch mal interessant aus. Können wir wegklicken? Wir wissen ungefähr, wie sie aussehen. Okay, schön. Igor. Das ist der Kerl, alles klar. Und einmal er hier. Mit dieser Matrix-Brille. Oder was das sein soll. Komischer General. So, Karte auf jeden Fall nochmal abchecken. Also das ist hier schon groß, ne? Aha. Hier sind wohl unsere Ausrüstung. Gut, ich glaube, das kann Spaß werden. So, ich fange jetzt direkt an und los geht's. Es wurde jetzt nicht gesagt, ob irgendwelche Zivilisten überleben sollen oder so. Gott sei Dank nicht, weil das ist schwierig. So. Waffe nehmen wir natürlich Ballas. Pistole mit SD. Betäubungsmittel. Was ich mich auch irgendwie frage, ist, hier haben wir gar keine Klavierseite. Was mich gerade noch interessiert, ist, ob wir das nehmen können. R93-Gewehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel Sinn ergibt. Habe ich nicht gemacht. Habe ich auch letztes Mal nicht gemacht. Ich mache einfach mal. Und los. Okay. Da hinten sind welche. Einer zumindest. Ja, den können wir doch direkt ausschalten, ne? Mit Pistole. Sind da vorne noch welche? Gott sei Dank sehen wir die hier auch natürlich auf der Map, weil das wäre natürlich blöd gewesen. Ja, wir können da nach hinten, glaube ich. Machen wir direkt kurz einen Prozess. Fuck. Shit. Ja, wir können es neu probieren. Ich wusste gar nicht, dass ein Auto kommt oder so. Also eine Limousine oder so. Na toll. Ja, dann müssen wir gleich warten. Oder wir rennen direkt rüber. Komm, wir rennen mal direkt rüber. Ach du Scheiße. Wir bleiben mal hier. Die Kerle haben uns nicht gesehen, oder? Der Kerl ist ja gerade durchgefahren. Ich glaube, da in der Limousine sitzt der Kerl. Der General. Hi. So, hat das jemand gemerkt? Keiner. Sehr schön. So, dann können wir uns gleich hier umziehen. Am besten nochmal hier gleich die Waffe hinhauen. Ich weiß nicht, ob ich das Gewehr brauche, ey. Ich schmeiß jetzt einfach mal hin. Ist jetzt auch egal. So, Gott sei Dank gibt's hier Blut. Blut sehe ich gerne. Ohne Blut geht hier nichts im Spiel. Ja, und freut mich auch auf jeden Fall, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt bei dieser neuen Folge. Etwas spät, aber ich war halt so ein bisschen so fokussiert auf die Story oder auch vor allem auf die Mission. So,
Und der Kerl ist gerade hier durchgegangen. Das heißt, wir könnten theoretisch hier rein und dann darüber. Eine Zielperson ist entkommen. Auftrag gescheitert. Was? Das ist merkwürdig. Wir könnten... Was war das denn jetzt gerade? Okay, 47. Komisch. Ich dachte... Wie schwer ist denn diese Mission, bitte? Ja gut, dann warten wir hier. Wir warten mal hier. Was machen die? Bleib stehen! Okay, eins, zwei... Wo ist der Kerl? Da, der General. Abknallen. Komm schon. Moment. Okay, Einsatzziel erreicht. Shit! Kommen alle jetzt gerade. Shit! Ist ein bisschen aufgefallen, logischerweise. Ach du Scheiße. So, jetzt reicht's mir. Boah! Wie der weggeflogen ist. Alter Scheiße, da kommen alle. Fuck. Ja, Leute, der Kerl wäre geflohen. Ich weiß gar nicht, wie ich den hätte besiegen müssen. Töten, eliminieren müssen. Sorry, Leute. Boah, wie kann jemand so weit fliegen? Wie geht das? Das ist einfach nur krank. So, schön. Nehmen wir gleich die AK-47. Das ist ja nicht meine AK, Entschuldigung. Von wegen AK. So, Kleidung nehmen gleich. Boah, wie weit der geflogen ist. Der ist teilweise bis da nach hinten geflogen. Eine Zielperson ist entkommen. Wie soll ich die denn umbringen, Mann? Okay, 47. Moment, ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Das ist echt gerade ein bisschen schwierig. Diegel? Ah, fangen wir einfach mal direkt an. Das ist extrem schwierig. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt mal direkt runter hier. Runter? Da kommt ja schon das Auto. Alter Schwede. Ich weiß nicht, wie schnell ich das hinkriegen soll. Ja, wir müssen uns, glaube ich, auf jeden Fall hier beeilen. Anders geht das leider nicht. Gehen wir mal hier lang. So, und wir gehen am besten einen Moment. Wo lang? Sekunde, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, wir müssen da nach hinten. Ich mach das mal. Ansonsten mache ich einen kleinen Schnitt einfach, weil das ist echt übel gerade hier. Ich mache da einen kleinen Schnitt und muss mich hier erstmal herum, also umschauen, damit ich überhaupt weiterkomme. Ach du Kacke. Schwieriger, als man denkt. Weil man auch einfach nicht weiß, was man machen muss. Ist einfach manchmal echt kompliziert bei solchen Spielen, finde ich. Und ich finde, hier haben die das auch echt blöd gemacht, weil du kannst gar nicht wissen, was du machen sollst. Das steht einfach, du ziehst entkommen. Also mehr steht da ja nicht. Nicht mal Diana hat was gesagt, also... Das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, wie ich finde. Sehr merkwürdig. Von daher einfach mal hoch. Aha. Da könnte ich theoretisch eine Bombe platzieren, oder? Merken wir uns mal den Ort hier. Hier kann ich eine Bombe platzieren. Ja. Hier kann ich eine Bombe platzieren. So, die Frage ist allerdings, wohin führt der Weg da nach hinten?
Ich hab's, Leute, ich hab's. Die Folge könnte allerdings lang werden, deswegen mache ich jetzt mal hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich, weil ich will ehrlich gesagt... Deine Zielpersonen sind in einer Limousine vorgefahren. Limousine, das müsste da unten sein, auf jeden Fall. Okay, der hat da dann da geparkt. Die Frage ist allerdings genau, wie kriege ich meine... Wie kriege ich... Ich brauche ja Bomben auch, denke ich einfach mal, aber von wo kriege ich die? Scheiße, ist das schwierig. Extrem schwierig. Naja, wenn ich hier gleich failen sollte, mache ich auf jeden Fall einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir auf jeden Fall uns gleich wieder. Deswegen wundert euch nicht, wenn dann auf einmal eine neue Szene auftritt. Probieren geht nämlich über Studieren. Und das wird wohl hier wieder der Fall sein. Und ich gebe mich nicht geschlagen, bis ich das Level hier ansatzweise geschafft habe. Ich muss es ja probieren, anders geht's halt wirklich nicht. Heftiges Spiel auf jeden Fall. So. Wohin führt der Weg? Gehen wir mal hoch. Die schöne gute Leiter. Wen haben wir hier? Aha. Wo bin ich denn hier gelandet? Aha. Radio Tower. Ich könnte theoretisch... Moment mal. Nicht da nach hinten, sondern hier nach hinten. Hier ist was. Den Kerl kann ich umbringen. Ja, mache ich mal eben. Gut. Der ist eliminiert. Nehmen wir gleich die AK. Kleidung. Und die Leiche ziehen wir auch noch hier, weil ich finde, das ist ein bisschen... Och nein, nicht umziehen. Los. Ziehen, ziehen, ziehen. Ich habe nicht so viel Zeit. Komm mit, bevor die jemand sieht. Vielleicht, wenn eine Karre oder so durchfährt. Das will ich halt nicht. Deswegen am besten mal hier so ganz unauffällig hinter dem Müllkasten hier. So, fallen lassen. Jetzt einmal bitte durch. Schloss knacken. Hier ist irgendwas. Oben kann ich ja mit dem Scharfschützengewehr angreifen, oder? Ey, das ist es. Ich kann hier, von hier aus, mit dem Scharfschützengewehr angreifen. Ja, das ist es. Oben ist auf gar keinen Fall etwas. Okay, kein Problem, kein Problem. Immer langsam jetzt. Wir gehen jetzt mal taktisch ein bisschen vor. So, Straßen. Kanalisation, okay, nein. Hier hinten waren wir da schon. Ja, Problem ist, ich bin echt ein bisschen durcheinander gerade. Wir gehen einfach mal hier durch. Keine Ahnung, wie ich die Person eliminieren soll. Ich glaube, das mit der Bombe war gar keine schlechte Idee. Das war echt keine schlechte Idee. Muss man halt irgendwie probieren. Aber bis ich den Kerl da finde, das kann auch wieder sehr lange sein. So, wohin führt der Weg? Alles klar. Da sind zwei Personen hier. Oh. Beide Personen. Ich könnte normalerweise... in den Nahkampf und die dann alle abballern, ne? Das ginge doch. Nein! Kurva. Nix da. Nein! Ich seh ihn doch! Kurva. So, wo ist der Kerl? Wo ist der Rote? Der andere Rote flüchtet. Auf die andere Seite. Fuck, hinterher, Mann. Okay, Leute. Es steht hier wohl... Ja, die Person... Eine Zielperson flieht. Das ist... Die da hinten. Ach du Scheiße. Mein Gott, das kann nicht wahr sein. Wetten, hier fährt er gleich bei mir vorbei. So, wo ist der? Ist gerade weggefahren, ne? Ja, ist entkommen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich weiß jetzt wie, glaube ich. Ich glaube, ich weiß wie.
Wir müssen da nach hinten. Da müssten Bomben sein. Da. Autobombe nehmen. SVD nehmen. Pistolenmunition nehmen. Pistolen-SD nehmen. Richtig gut. Okay. Bevor wir uns hier gleich bewegen, nehmen wir die Pistole mit SD und knallen den Kerl ab. Hi. So, Kleidung nehmen. SVD nehmen. Ich wollte die Kleidung nehmen. So, und jetzt ab, runter. Ich weiß es, Freunde, ich weiß es. Wisst ihr, wohin wir gehen? Alter Schwede, das war richtig gut gerade. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt und dann platzieren wir auf jeden Fall die Autobombe. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall hier unten und bis gleich. So, die Bombe ist platziert. Gott sei Dank. Oh, Backe. So, kann ich die Bombe irgendwie entschärfen? Autobombe. Kann ich jetzt... Die Platz von alleine, kann das sein? Wenn der Kerl losfährt, denke ich einfach mal. Ja gut, kein Problem. Und wisst ihr, wo wir hingehen jetzt? Wir gehen da nach hinten. Ja, machen wir. Hier am besten mal lang. Würde euch sowieso nur langweilen, wenn ich da euch jetzt nochmal zeige, wie ich hier durch die ganzen Tunnel laufe. Klar zeige ich euch das jetzt gerade auch, aber das ist jetzt auch gerade gelegentlich. Wir gehen jetzt nochmal auf diesen Turm und versuchen da dann irgendwie, ja, von dort oben auf jeden Fall die beiden Kerle abzuschießen, wenn das natürlich möglich ist. Ansonsten aber noch die Autobombe, wenn der Kerl flüchten sollte. Hab's mir schon fast gedacht da mit der Autobombe, also... Schwierig ist es auf jeden Fall, schwierig ist es auf jeden Fall. Vor allem, die entdecken dich auch sofort. Sobald du einmal falsch gehst, entdecken die dich. Das war halt damals so programmiert. Hier müsste keiner oben sein. Nee. Der Kerl da hinten, den kennen wir ja schon. So, wir können, wenn wir wollen, da nach oben und von dort oben aus runterschießen. Wenn wir wollen. So, da gleich nochmal direkt knacken. Die Waffen und so ignoriere ich jetzt einfach mal. Tür auf. Und los geht's. Und ich finde die Musik auch einfach nur mega geil. Also man hat es auf jeden Fall hier mit richtigen Russen zu tun. St. Petersburg. Der Killer. So. Kollege, wo ist der Kerl? Da sind sie. Habt ihr gesehen? Ich hätte den Kerl abschießen können von hier. Das Treffen müsste jetzt stattfinden gleich. Okay, wir gehen dann runter. Und versuchen, da reinzukommen, aber ich weiß nicht, wie. Ah, ist das schwierig, ey. Probier mal gleich zu speichern. Und am besten mache ich hier nochmal gleich einen Schnitt, ne, würde ich sagen. So, bis gleich. Die beiden Kerle sind hier hinten. Ich könnte es natürlich mit der Bombe irgendwie versuchen, aber ich bezweifle das. Deswegen machen wir jetzt mal unnormal Frontalangriff. So, beide eliminiert. Kurva, wie viele? Alter! Fuck!
Was macht er denn da? Scheiße. So, weg. Weg, Alter. Weg, 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 weg. Wir haben sie eliminiert. Alter Schwede, was für eine Mission. Was für eine kranke Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo lang wir gehen sollen. Fuck, die sind alle hinter uns. Okay. Ich bin bereit. Extrem viele, ey. Leichennummer, alter Schüler. Also beim neuen Hitman-Teil geht das auf jeden Fall nicht, wie wir hier gerade spielen. So, die sind eliminiert. So, wo ist denn hier der Ausgang? Wo lang muss ich? Da ist... Exit ist hinten. Exit ist hinter uns. Gut, dann gehen wir hier lang. Boah, was für eine kranke Nummer hier. Was für eine kranke Anstalt. Also jetzt könnt ihr mich wirklich Psychopath nennen. So wie ich hier gerade gespielt habe. Krank, Alter. Wir haben halt auch keine Scharfschützengewehr oder so, Gott sei Dank. Sonst wäre das recht schwierig. So. Übel, ey. Übel, übel, übel. Ich will nicht wissen, was für eine Bewertung ich dafür bekomme. Krank. Krank, krank, krank. Ich hätte genauso gut, glaube ich, da reingehen können, oder? In dieses Kolosseum, oder was das sein soll. Oder, Entschuldigung, was für Kolosseum? In diese Kirche. Wobei, was soll das denn sein? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Alter Schwede, was für eine... Ja doch, ist eine Kirche. Hat gerade schön geläutet. Mann, 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 was für eine Mission. Krank, einfach krank. Und hier beenden wir auf jeden Fall auch schon unsere Mission und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Episode. Ich hoffe, dann kann ich auch ein bisschen mehr sneaky rangehen an die Mission. Mann, 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 bescheuert.